Schlägerei im Gerichtssaal. Familienangehörige eines Mordopfers und die ihres Mörders gehen aufeinander los, prügeln sich wild, müssen getrennt werden. Weil er ein 16-jähriges Mädchen getötet hat, wird ein junger Mann in Houston, Texas wegen Mordes angeklagt. Während des Prozesses ist auch die Mutter des Mordopfers im Zeugenstand. Nach ihrer Aussage, indem sie den Täter als Monster bezeichnet, verliert sie aber die Nerven, will auf den Mörder ihrer Tochter losgehen. Sie wird zuerst zurückgehalten, gleichzeitig schafft es aber der Onkel des toten Mädchens, auf den Mörder einzuprügeln. In der chaotischen Situation schaltet sich dann auch noch die Mutter des Mörders ein, geht auf die Mutter des Opfers los. Es kommt zum heftigen Tumult im Gerichtssaal. That was wrong of me. That was wrong of us, because we're not monsters. But it's so much hate, because I want my daughter back. Der zur Tatzeit 17-jährige Täter hatte mit dem 16-jährigen Opfer und einer weiteren Frau eine Beziehung. Bei einem Treffen tötet er dann das 16-jährige Mädchen mit 22 Schüssen in den Rücken. Wegen Strafmilderung gesteht er die Tat vor Gericht, wird zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt, könnte bei guter Führung nach der Hälfte der Strafe aber wieder auf freiem Fuß sein. Die Mutter wird ihre Tochter aber nie wieder sehen.